So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video Rocket League. Ich nehme jetzt gerade ein bisschen auf, Masse auf Halde, sagen wir mal. Und ich würde sagen, wir sitzen dann einfach in-game, ohne großes Gelaber. Bis dann. So, und da sind wir auch schon in der Runde. Diesmal wieder mit komischen Fehlern. Fehler 71 oder so, keine Ahnung. Okay, und dann wird jetzt gestartet. Nice! Ich wollte ihn eigentlich möglichst von der Seite treffen. Aber das Ganze ist dann doch recht immer... Nein! Das Ganze ist dann doch immer ein bisschen knapp. Aber ich habe jetzt alles auf eine Karte gesetzt. Und manchmal ist es dann halt nicht ganz so gut, ne? Würde ich mal behaupten. Nein, was? Das war eine Parade. Das war nicht mal annähernd eine Parade. Eine Glanzparade. Alles klar. 60 unverdiente Punkte, würde ich mal behaupten. Bams, Glanzparade. Okay, das war ein schöner Auftakt auf jeden Fall. 120 Punkte, nichts gerissen. Alles klar, nice. Okay. Crimson, did you mention wir? Oh, ich hätte da echt nichts reißen können. Super Dick, auch schön. Das hätte jetzt auch nur durch Glück funktioniert, glaube ich, auf jeden Fall. Und ja, da hatte ich Glück, dass wir andere Teammember da hatten. Ich dachte nämlich gerade, ganz kurz, ich wäre da alleine gewesen. Das wäre dann nicht ganz so gut gewesen. Nein! Alter, hör auf mit dem Kack. Hier sind mir zu viele Autos. Zu viele Autos. Die kommen gerade irgendwie gar nicht klar. So. Erstmal die Luft befördern, damit alle ein bisschen verwirrt sind. Und sich neu aufstellen. Das Gefühl, dass wir wieder... Ach, nice. Dankeschön. So ein Team, das sich nicht für Dev interessiert. So, das hast du davon, Kollege. So. Könnte das was werden? Nein. Okay, das war jetzt auch nicht ganz so gut. Mist. Irgendwie reiß ich gerade nicht so wirklich was. Okay, ich versuche jetzt mal... Ist da unten eigentlich Wasser oder was ist das? Wasser, ne? Wir sind ja auch im Untergrund. Man betrachtet nie so das Äußere so, ne? Finde ich auch mal ganz interessant. So, aber wir sind jetzt wieder im Spiel. Was? Was? Wie hat der was? Der hat ja voll gut um mich rumgedribbelt. Was ist denn los mit dem? Was? Wie gemein. Okay, die Runde läuft ja jetzt nicht ganz so rosig. Oh Mann. Okay, gut. Das können wir noch reißen. 2 Minuten 40. Je nachdem, wie wir uns anstellen. Aber ich müsste dann wieder in die Offensive, weil ich kann mir das so nicht mehr ansehen. Was machst du da eigentlich? So, Bams, haben wir schon mal einen drin. Gut. Das könnte echt noch was werden. 2 Minuten 30. Ein Tor noch, dann passt das auf jeden Fall erstmal. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Gut. Ich hab bei dir erstmal wieder ein bisschen auf. Bisschen Vorsicht walten lassen natürlich. Ums auf die andere Seite wäre fördern. Hoffen, dass die Teammember damit auch ein bisschen was anfangen können. Damit das nicht ganz umsonst war. So, sofern ich nichts zu tun habe, ein bisschen tanken hier. So. Das hat nicht viel gebracht, ne? Nein. Okay. Dings holen und dann... Das war jetzt echt gefährlich. Hä, was macht er da? Warum in die Richtung? Er hat doch offensichtlich gesehen, dass ich auf dem Weg war, den Ball in die Richtung zu schießen. Ich verstehe nicht, warum manche Leute nicht... Rocket League. Ich kann mich da echt richtig schön aufregen. Oh Mann. Es ist doch klar, dass wenn Leute eine bessere Position haben und
das sehr offensichtlich ist wie vorhin, dass die Person dann an den Ball gelassen wird. Natürlich kann es aus Versehen mal passieren, dass es nicht, ja, dazu kommt, dass man aus Versehen jetzt nicht so schnell reagieren kann und dann nichts passiert, weißt du? Okay, der war gut. Aber das war jetzt gerade echt offensichtlich. Naja, okay. Hauptsache, wir haben unser 2-2. Dann ist ja alles fresh. Wenn ich jetzt noch einen reinbekomme, dann könnten wir uns die Nachspielzeit ersparen. Okay, das ist nicht so gut. Zwei Spieler auf unsere Seite. Und Keeper, der aus dem Tor verschwindet. Okay. Weil ich kann dieses Rückwärts echt nicht. Ich kann das echt nicht. Also so rückwärts gucken und dann versuchen irgendwie zu fliegen. Es funktioniert bei mir nicht so ganz gut. Ich weiß nicht, ob es Zeit gewesen wäre, jetzt da nach vorne zu düsen und mich dann umzudrehen. Das kann ich dann noch nicht beurteilen. Das war immer ein bisschen unsafe, obwohl so komisch zu fliegen ist, glaube ich, noch unsafer. So. Den lasse ich dir mal. Ist auch einfach oft schlau, den Gegner mal spielen zu lassen. Also je nach Ball. Natürlich nicht, wenn er direkt vor unserem eigenen Tor ist, dann ist es nie so intelligent. Aber manchmal ist das schon besser. Nice, nice. Was für eine Parade. Was hat er gemacht? Das möchte ich nochmal sehen. Warum ist der aus? Warum ist keiner im Tor? Wenn ich sowas sehe. Naja, okay, ich hätte auch im Tor gehen können, aber ich war da gerade ein bisschen in der Ecke beschäftigt. Okay, 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 okay. Nicht aufregen, Majore, nicht aufregen. Das verglichen mit dem Team von gerade jetzt nicht ganz so schön, wenn der Keeper nicht im Tor bleibt. Da, sehen wir mal, warum verschwindet er aus seinem Tor? Rocket League, ganz ruhig. Die ersten 30 Sekunden sollte man definitiv im Tor bleiben. Oder 20 wenigstens. Naja, gut. Manche Leute begreifen diese Spieler da nicht. Tut mir leid. Okay. So, immer der gerade die beste Chance hat, sollte auch ins Tor gehen. Nein, das wird eh nichts mehr kommen. Den ist jetzt Himmelfahrtskommando angesagt. Angesagt. Nice. Gut, das war jetzt nicht so ein tolles Spiel. Ich würde sagen, wir sind jetzt dann einfach in der nächsten Runde. So, und da befinden wir uns auch schon in der nächsten Runde, auch auf einer recht schönen Map, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal da rein. Alles klar, AFK-Boy, schön. Oder was auch immer er da getan hat. Vielleicht hat er auch nur den Moment abgewartet, kann natürlich auch sein. Naja, gut. Das mit den 30 Sekunden war vorhin, war jetzt ein bisschen überspitzt. Hängt natürlich davon ab, wie der Gegner halt spielt, ne? Kann man halt nicht auf Zeit jetzt anwenden oder so. Verdammt! Okay, okay. Nice! Hast du gut gemacht, Kava! Das ist ja echt mal echt eine Meisterleistung. Okay, jetzt versuche ich mal ein bisschen wieder Gummi zu geben. Das wird so echt mal Zeit. So natürlich nicht. Nee, ja. Ich kann es aber so schlecht abschätzen. Also ich wusste jetzt natürlich, dass er den als erstes bekommt. Aber immer schwierig dann abzuschätzen, wenn man den dann doch noch bekommen möchte, in welche Richtung der Ball landen wird, weil es hängt ja immer vom Winkel ab, in dem er den Ball trifft. OMG. Cool. Nice. Okay, den fand ich gut. Okay, nice. Ja, das kann man auf jeden Fall so machen.
150.de. Die hat der Silver Lake ohne Tor. Respekt an dieser Stelle. Nein! Was? Was? Boah! Da konnte ich echt... Oh, nein! Da konnte ich nicht so schnell reagieren. Verdammt! Ah, Mist! Eine halbe Sekunde schneller reagiert und dann hätte es geklappt. Scheiße! Solche Bälle kann ich eigentlich sonst immer ganz gut abwehren. Also, ich meine jetzt nicht so Startbälle, sondern so, wo man ein bisschen fliegen muss. Aber das habe ich jetzt ein bisschen versaut. Nein! Ach, Gott sei Dank. Na ja, gut, ist mein Tor von vorhin wieder wett. Also weg quasi. Ich hätte eigentlich im Tor bleiben müssen. Ich brauche Speed. Ist auch eine schöne Methode. Ah, nee, nee, da komme ich nicht dran. Oh, Alter! Hör auf damit! Okay, schön dran vorbeigespielt. Bams! Cool! Da hatte ich echt eine gute Vorlage bekommen. Guter Pass. Also den konnte ich ja nur treffen. Die Roten waren abgelenkt. Ich habe eine super Vorlage bekommen, also so gefällt mir ein Spiel. Okay, dann let's go, Sir irgendwas. Sir Crane oder Sir KC irgendwas. Nice. Warum ist es jetzt irgendwie immer so, dass ich in der ersten Runde der Folge verliere? Aufs Übelste? Und dann die zweite Runde immer ganz gut läuft. Das ist mir ein kleines Mysterium auf jeden Fall. Naja, gut. Okay. Hol ich mir mal hier. Na, Mist. Hätte ich mit rechnen können, dass er den bekommt. Achso, nice. Schön, dass da keiner am Tor steht, obwohl das offensichtlich glasklar war, dass er trifft. Oh Mann. Hä? Was macht der da hinten? Hä? Also, aber einfach ins Tor geht. Okay, okay, okay. Kann man ja mal machen. Silver Lake bleibt wieder stehen. Wartet den Moment ab. So. Ich hab Schiss, dass ich den im Tor nicht kriegen kann. Deswegen, man muss halt immer auch ein bisschen beweglich im Tor sein, aber dann noch möglich sein, ja, halt die Möglichkeit haben, gut abzuwehren. Das war jetzt nicht der Fall, das tut mir leid. Wenn der jetzt reingegangen wäre, dann wäre das offensichtlich meine Schuld gewesen. So. Jetzt versuchen wir ein bisschen wieder offensiv ranzugehen. Shit, da waren zu viele Spieler. Spieler, Spieler, Spieler. Das war dumm von mir, das war einfach nur zu schnell. Okay, okay, okay. Das war eh zu feste. Zu feste. Auch schöne Ausdrucksweise. Wie einfach alle sechs auf einen Haufen hocken. Ich habe bisher einmal Chaos gespielt oder zweimal. Das war jetzt auch vor kurzem. Und das geht wirklich gar nicht. Also ist echt unmöglich, da richtig zu spielen mit 8 Spielern auf so einem kleinen Feld. Ist nicht im Bereich des Möglichen. Da war's. Nein, was? Was für eine Parade. Da hat er sich gut zwischengeschmissen. Wow. Okay, der wäre eh nicht reingegangen, glaube ich. Nein, so knapp. So knapp. 3 Times hintereinander. Einfach mal ein bisschen Denglisch rausholen. 3 Times in a row. Und nicht in a hole, das ist was anderes. Nein! Nein! Nicht in den letzten Sekunden. Nee, 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 nee.
einfach auf die andere Seite bringen. Oh oh. Komm schon, komm schon. Oh. GG, ich hatte ein bisschen Angst gegen Ende. Minus 8 Punkte plus 9 ist wieder, haben wir einen Gewinn gemacht. Das freut mich und ich würde sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das weiter so haben wollt oder eben nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Video. Bis dann, meine Freunde.